Am 01.06.2023 war ein großer Tag für die Virtual Reality, denn Meta hat uns die Quest 3 gezeigt. Bald hat auch das Warten ein Ende, denn die offizielle Vorstellung der Meta Quest 3 mit allen Infos gibt es auf der Meta Connect am 27. September 2023, die ihr gerne zusammen mit uns hier in der Zockstube schauen könnt. Damit ihr dieses Event auf keinen Fall verpasst, könnt ihr euch über die Infokarte da oben noch jetzt eine Erinnerung einrichten, sodass ihr dann am 27.09. auf jeden Fall mit am Start seid und live mit uns die Meta Connect schaut. Seit der ersten Vorstellung der Meta Quest 3 im Juni kreisen viele Fakten und Gerüchte umher. Ich habe euch bereits Woche für Woche in VR aktuell, dem kurzen und knappen Newsformat hier in der Zockstube, darüber berichtet, aber inzwischen hat sich da ziemlich viel angehäuft. Deswegen möchte ich dieses Video nutzen, um alle Dinge, die wir bisher wissen oder zu wissen glauben, zusammenzufassen. Und wenn es auch in den nächsten Wochen wieder Infos oder Gerüchte zur Quest 3 gibt, dann bekommt ihr die natürlich im Überblick in VR aktuell, also haltet das auf jeden Fall im Blick. Wenn euch dieses Video hilft oder gefällt, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da, schreibt mir außerdem gerne in die Kommentare, ob ihr euch auf die Quest 3 freut und was ihr erwartet. Natürlich bin ich nicht nur sehr froh über jeden Kommentar, weil ich die einfach gerne lese und versuche auch alle davon zu beantworten. Sie helfen mir auch enorm, weil Videos mit vielen Däumchen nach oben und Kommentaren einfach mehr Leuten angezeigt werden. Vielen Dank also nochmal, jetzt verschwenden wir aber keine Zeit mehr und legen los. Was ist die Quest 3? Zuerst einmal für alle, die sich noch nicht so richtig mit dem Thema VR beschäftigt haben, die Meta Quest 3 ist ein Virtual Reality Headset, was von der Firma Meta entwickelt wurde. Es handelt sich um ein tragbares Gerät, das auf den Kopf gesetzt wird und den Nutzern ermöglicht, in eine virtuelle Welt einzutauchen. In dieser Welt kann man Spiele spielen, Filme ansehen, mit anderen interagieren oder sogar arbeiten. Das Besondere an der Meta Quest 3 ist, dass sie komplett kabellos ist und keine Verbindung zu einem Computer benötigt. Und das ist wirklich eines der häufigsten Vorurteile gegen die Virtual Reality, nämlich der hohe Preis, den ihr gar nicht mehr zahlen müsst. Sie bietet eine hohe Bildqualität, intuitive Steuerung durch zum Beispiel Handtracking und eine Vielzahl von Anwendungen und Spielen im dazugehörigen Store. Wenn ihr wissen wollt, wie sich die Quest 3 im Vergleich zu anderen VR-Headsets, wie beispielsweise der PlayStation VR 2 oder der Pico 4 schlägt, dann schaut doch mal da oben in meine Playlist. Da vergleiche ich die beliebtesten VR-Headsets miteinander, damit ihr euch ein Bild machen könnt. Aber keine Sorge, diese Playlist verlinke ich euch auch nochmal in der Endcard, sodass ihr dieses Video erstmal in Ruhe bis zum Ende schauen könnt. Und bevor wir mit den inneren Werten der Quest 3 anfangen, bleiben wir etwas oberflächlich und schauen uns die Quest 3 mal von außen an. Die Quest 3 hat interne Lautsprecher verbaut, die für meinen Geschmack bei der Quest 2 und bei der Quest Pro eine gute Qualität liefern. Und ich denke nicht, dass die Quest 3 da federn lässt, also können wir auch von einer guten Soundqualität ausgehen. Für Social-Anwendungen und Multiplayer sind auch qualitativ gute Mikrofone verbaut. An der Unterseite findet man drei Ladepins für eine optionale Wireless-Ladeschale. Zudem findet man dort den Lautstärkeregler und vermutlich ein Rad zur Regelung des Augenabstands. Der Augenabstand der Linsen kann nun wieder genauso wie bei der Quest 1 stufenlos geregelt werden. In den Gelenken des Headstraps sind bei der Quest 3 ein 3,5 mm Klinkenanschluss auf der rechten Seite und auf der linken Seite ein USB-C-Anschluss zum Aufladen, Datentransfer und PC-VR integriert. Auch der Power-Button befindet sich auf der linken Seite. Das mitgelieferte Headstrap hat jetzt eine Y-Spaltung auf der Rückseite, was den Tragekomfort erhöhen könnte. Außerdem ist das Gehäuse der Quest 3 40% dünner als bei der Quest 2. So, jetzt genug von den Äußerlichkeiten, kommen wir zu den inneren Werten der Quest 3. Die Quest 3 bekommt ein Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 verbaut. Meta gibt zu diesem Chip der Quest 3 an, dass er ungefähr die doppelte GPU-Power im Vergleich zur Quest 2 bringt, was wirklich heftig ist, sich aber auf die Standardtaktung bezieht. Viele Entwickler, die Quest 3 inzwischen testen durften, geben an, dass die Quest 3 wohl auch von der Leistung grafisch einfachere PC-VR-Spiele darstellen kann und damit den Einstiegsmarkt in PC-VR sogar bedienen könnte im Standalone-Betrieb. Ich denke, hier können wir wirklich gespannt sein, was wir für Spiele für die Quest 3 sehen werden.
Kommen wir als nächstes zur Auflösung der Displays. Die Quest 3 liefert hier 2064x2208 Pixel, also insgesamt 4,56 Millionen Pixel je Auge. Im Vergleich zur Quest 2 ist das eine deutliche Verbesserung, die mit 1832x1920 und damit rund 1 Million Pixel je Auge weniger auflöst als die Quest 3. Also hier deutliches Upgrade. Aller Voraussicht nach wird die Quest 3 ein Single-LCD-Panel wie die Quest 2 verbaut haben. Das geht inzwischen natürlich schon besser, aber nicht zum Einsteigerpreis der Quest 3 und der Quest 2. Zwar bietet die PSVR 2 beispielsweise ein OLED-Display, aber leidet auch extrem unter einem Mura-Effekt. Insgesamt muss man aber sagen, dass Meta wirklich gute LCD-Displays verbaut und wir aller Voraussicht nach mit einem richtig tollen Bild rechnen können. Genauso wie die Displays der Quest 2 verfügen auch die der Quest 3 über einen Modus zur Wiedergabe von 120 Bildern pro Sekunde. Im Standalone-VR-Brillensegment sind sie damit absoluter Marktführer. Vergleichbare Konkurrenzprodukte im selben Preissegment können beispielsweise nur maximal 90 Bilder pro Sekunde darstellen. Ein weiteres wichtiges Kriterium zur Wahrnehmung der Virtual Reality sind die verbauten Linsen. Hier setzt die Quest 3 auf Pancake-Linsen, die wir bereits von der Quest Pro kennen und die einfach mit Abstand die besten Pancake-Linsen auf dem Markt sind. Pancake-Linsen verwenden eine Kombination von Spiegeln und Linsen, um das Licht mehrmals hin und her zu lenken, bevor es das Auge erreicht. Dies ermöglicht es, eine sehr dünne und leichte Linse zu erstellen, die das Bild immer noch effektiv fokussieren kann. Die Quest 2 hat nur sogenannte Fresnel-Linsen verbaut und das ist ein wirklich großer Unterschied zwischen der Quest 3 und der Quest 2. Die Klarheit von Pancake-Linsen übertrifft die Klarheit von Fresnel-Linsen über das gesamte Bild bei weitem. Und deswegen ist das auch noch ein zusätzlicher Upgrade-Grund für die Quest 3. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Field of View, also wie breit ist der Bereich, den das Headset darstellen kann. Laut einem Interview mit Andrew Bosworth soll das Field of View der Quest 3 in etwa auf dem Niveau der Quest 2 liegen. Das glaube ich allerdings erst, wenn ich es selber getestet habe. Den neuesten Gerüchten zufolge soll es bei der Quest 3 nämlich einen Relief-Mechanismus geben, mit dem ihr im Inneren des Headsets den Linsenabstand zu den Augen verringern oder erhöhen könnt. Und je näher ihr die Linsen an eure Augen heranholt, desto größer wird das FOV. Mich interessiert jetzt, wie groß das FOV denn ist, wenn man die Linsen ganz nah an die Augen heranschiebt, weil im Prinzip nur Brillenträger die Linsen weiter wegschieben müssen. Gesicherte Infos werden wir hier allerdings erst bekommen, wenn die Quest 3 auf dem Markt ist. Und dann werdet ihr natürlich auch hier in der Zockstube Videos zu allen möglichen Themen kriegen. Unter anderem vielleicht sogar die, die ihr hier in die Kommentare schreibt. Also was wollt ihr über die Quest 3 wissen? Schreibt es mir in die Kommentare und ich plane dann mal ein Video dazu mit der Beantwortung der Fragen. Mit der Quest Pro und der Quest 3 beschreiten wir ein neues Zeitalter, nämlich das der Mixed Reality. Das bedeutet, wir können die Außenkameras unserer Quests nicht nur fürs Tracking und für den Pass-Through nutzen, sondern auch um digitale Inhalte in der realen Welt darzustellen. Das kann die Quest 2 zwar grundsätzlich auch schon, aber nur in Schwarz-Weiß, in niedriger Auflösung und ohne Tiefensensor. Und da kommen wir zu einer großen Stärke der Quest 3. Die Quest 3 hat nämlich 4 Schwarz-Weiß-Kameras, 2 Farbkameras und einen Tiefensensor verbaut. Meta kündigte an, dass der Pass-Through der Quest 3 nicht nur farbig, sondern auch die 10-fache Auflösung des Pass-Throughs der Quest 2 haben soll. Andrew Bosworth hat in einem Interview zwar den hervorragenden Pass-Through der Quest Pro hervorgehoben, musste aber zugeben, dass die Quest 3 in diesem Punkt deutlich besser performt. Und damit ist das natürlich auch wieder ein riesen Kaufgrund für die Quest 3, wenn ihr euch für den Bereich Mixed Reality interessiert. Und ich glaube, das ist tatsächlich einer der unterschätztesten Anwendungsbereiche für die Quest 3. Viele Nutzer sagen, ich kann mit Mixed Reality nichts anfangen, wofür brauche ich das denn? Und ich glaube, hier haben wir ein großes Verständnisproblem, weil viele Leute überhaupt gar nicht wissen, welche Potenziale dahinter schlummern. Wenn ihr euch also für ein Video interessiert, welche Potenziale die Mixed Reality mit sich bringen kann und warum das eines der absoluten Killer-Feature der Quest 3 sein kann, dann schreibt das doch in die Kommentare und ich versuche euch noch vorm Release der Quest 3 ein Video dazu zu machen. Was den Mixed Reality Modus der Quest 3 zu etwas ganz Besonderem macht, ist der verbaute Tiefensensor, der den Raum live scannt und damit eine völlig neue Interaktion bietet, weil die Quest 3 euren Raum nun versteht und die digitalen Inhalte auf den Raum anwenden kann. Ein durchgesickertes Video zeigt ein neues Feature der Meta Quest 3, das sogenannte Smart Guardian System in Aktion. Im Video wird dargestellt, wie das Headset mit seinem Tiefensensor physische Objekte und die Umgebung erfasst und kartografiert.
Wenn der Nutzer sich physischen Objekten nähert, leuchtet die kartografierte Umgebung als Warnung auf. Im Vergleich zur manuellen Definition von Spielgrenzen und Objekten in der MetaQuest 2 könnte das Smart Guardian System diesen Prozess automatisieren und verfeinern. Zusätzlich hört man ja immer wieder Gerüchte, dass es künftig eine KI geben soll, die auch Objekte im Raum erkennt. Das heißt, das Smart Guardian System in Kombination mit dieser KI kann sogar erkennen, wo sich im Moment ein Stuhl befindet, wo sich ein Tisch befindet und was auf diesem Tisch liegt. Die Potenziale in der Zukunft sind da wirklich, wirklich groß. Und das würde die Virtual Reality natürlich auch einfacher und sicherer zu nutzen machen und die Mixed Reality zugänglicher und immersiver. Es bleibt aber abzuwarten, ob das Smart Guardian System tatsächlich so funktioniert, wie es in den Videos dargestellt wird. Meta hat bisher keine detaillierten Informationen zu diesem Feature veröffentlicht. Zum Thema Face- und Eye-Tracking. Aller Voraussicht nach wird die Quest 3 genauso wie die Quest 2 weder über Eye- noch Face-Tracking verfügen. Wem dieses Feature wichtig ist, muss weiterhin auf die Quest Pro zurückgreifen. Ein Vergleichsvideo zwischen der Quest 2, der Quest Pro und der Quest 3 habe ich euch übrigens in der Infokarte verlinkt. Die Quest 3 wird natürlich in irgendeiner Form Bluetooth verbaut haben. Gesichert ist schon, dass Wi-Fi 6E mit an Bord sein wird, USB-C, ein Klinkenanschluss und eine Wireless-Lademöglichkeit. Durch Wi-Fi 6E ist die Quest 3 mit einem entsprechenden Router auch besser für Wireless-PC-VR geeignet als die Quest 2, weil ein deutlich höherer Datendurchsatz möglich ist als mit dem in der Quest 2 verbauten Wi-Fi 6. Zudem wurde bereits eine entsprechende Wireless-Ladestation in den USA zugelassen, die als Zubehör erscheinen wird. Wie ein zuletzt geleaktes Unboxing-Video zeigt, ist diese Ladestation allerdings nicht im Paketumfang der Quest 3 enthalten, sondern wird separat erhältlich sein. Das hat beinahe einen Sturm der Empörung ausgelöst, weil ja bei der Quest Pro auch ein Ladegerät dabei war, ohne dabei zu bedenken, dass die Quest Pro halt einfach 1200 Euro kostet. Und eigentlich muss ich sagen, wenn da jetzt noch ein Ladegerät mit dabei wäre, Wireless, wüsste ich gar nicht, wie die 570 Euro gehalten werden sollen, weil die verbauten Teile schon deutlich teurer sind als die der Quest 2. Und der Preisunterschied im Prinzip nur bei 120 Euro liegt, wenn man die 256 GB Variante der Quest 2 mit der 128 GB Variante der Quest 3 vergleicht. Die Quest 3 wird laut Bosworth mit ca. 500 Gramm genauso viel wiegen wie die Quest 2. Allerdings wird der Komfort im ungemoddeten Zustand voraussichtlich trotzdem höher sein, weil das Gehäuse schlanker ist, dadurch nicht so weit vom Kopf absteht und der Hebel, mit dem das Gewicht in euer Gesicht drückt, einfach geringer ist. Aber trotzdem können wir davon ausgehen, dass es auch für die Quest 3 zahlreiches Zubehör gibt, mit dem sich der Komfort erhöhen lässt. Im Bereich des Akkus kann die Quest 3 leider nicht zulegen, so liegt die Spielzeit ähnlich wie bei der Quest 2 bei ca. 3 Stunden. Kommen wir als nächstes zum wichtigsten Punkt, was die Interaktion mit der Virtual Reality oder der Augmented Reality angeht, nämlich die Controller. Die Quest 3 wird mit Touch Plus Controllern ohne Tracking-Ringe, aber trotzdem mit Infrarot-Tracking und zusätzlicher True Touch Haptik ausgeliefert. Genutzt werden hier voraussichtlich wechselbare Doppel-A-Batterien. Um ein noch präziseres Tracking zu ermöglichen, werden die Informationen des Controller-Trackings mit dem des Hand-Trackings kombiniert. Im Gegensatz zu den Quest 2 Controllern verfügen die Touch Controller zudem über die sogenannte True Touch Haptik, die ein differenziertes und hochwertiges Vibrationsmuster erzeugen kann. Also auch hier eine tolle Verbesserung gegenüber der Quest 2 im Bereich der Controller. Aber keine Sorge für alle, die sich für die Touch Pro Controller entschieden haben oder noch daran interessiert sind. Diese werden auch weiterhin die Nase vorn haben und auch mit der Quest 3 nutzbar sein. Und jetzt nochmal eine Frage, die viele von euch sich stellen werden. Die MetaQuest 3 bietet eine vollständige Kompatibilität und kann alle verfügbaren sowie bereits gekauften Games im Quest Store betreiben. Also vollständige Abwärtskompatibilität. Davon könnte sich Sony auch mal eine Scheibe abschneiden. Die MetaQuest 3 wird mit einem neuen Chip ausgestattet, der die Rechenleistung der Quest 2 verdoppeln soll. Diese zusätzliche Leistung können Entwickler nutzen, um ihre bestehenden VR-Spiele durch höhere Auflösung, Bildrate oder detailliertere Spielewelten und Effekte zu verbessern. Skydance Interactive hat bereits eine verbesserte Version von The Walking Dead: Saints and Sinners für die MetaQuest 3 angekündigt. Der Taktik-Shooter Pavlovshek wird zwar kein Grafik-Upgrade bekommen, soll aber mit flüssigeren 90 statt 72 Hertz auf der MetaQuest 3 laufen. Es ist zu erwarten, dass ganz bald weitere solcher Ankündigungen folgen werden. Wenn ihr euch für ein Video zu Games interessiert, die speziell für die Quest 3 optimiert sind, dann schreibt mir das doch mal gerne in die Kommentare und ich plane dazu mal ein Video.
Ansonsten kann ich euch ein Video von mir empfehlen, mit dem ihr praktisch jedes Game super einfach für die besseren Displays und die Chipleistung der Quest 3 optimieren könnt. Schaut dafür einfach mal in diese Infokarte, da findet ihr die wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials für eure Quest 3, unter anderem wie ihr jedes Spiel in der besten Qualität spielen könnt. Kommen wir jetzt zum Preis. Die Quest 3 wird in der 128 GB Variante 570 Euro kosten. Weitere Speicherausstattungen werden vermutlich bei der Meta Connect am 27.09. vorgestellt, die ihr natürlich, wie gerade schon gesagt, im Livestream zusammen mit uns schauen könnt. Das habe ich euch ja schon da oben in der Infokarte verlinkt. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Bisher war es bei Meta immer so, dass es nur ein Speicherupgrade war. Die restliche Hardware war bei den größeren Varianten dieselbe. Deswegen ist das bei der Quest 3 natürlich auch die wahrscheinlichste Option, die eintreten wird. Und jetzt folgt eine reine Spekulation meinerseits, weil ich das einfach cool finden würde. Möglich wäre ja eventuell auch, dass man gegen Aufpreis nicht nur ein Speicher-Upgrade, sondern auch ein kleines zusätzliches Feature bekommt, wie beispielsweise Displays mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und Local Dimming. Ähnliche Entwicklung sieht man ja beispielsweise auch beim Steam Deck von Valve. Wem allerdings die Quest 3 zu teuer ist, dem kann ich bedenkenlos die Quest 2 empfehlen. Mit einem der letzten Updates wurde sie noch schneller gemacht und sie ist als Gaming-Maschine nach wie vor aus meiner Sicht super. Und außerdem kriegt ihr den Einstieg in die Virtual Reality mit der Quest 2 schon für 350 Euro. Günstiger geht's nicht. Übrigens, die Links zum Kauf der empfohlenen Headsets findet ihr in der Videobeschreibung, sobald diese Headsets verfügbar sind. Ihr zahlt durch die Nutzung der Links keinen Cent mehr, unterstützt mich aber. Vielen Dank, falls ihr über meinen Link kauft. Und die entscheidende Frage, wann kommt denn jetzt die Quest 3? Ein kürzlich aufgetauchtes Amazon-Listing könnte das Rätsel um das Veröffentlichungsdatum gelüftet haben. Der 10. Oktober 2023. Einige könnten annehmen, dass dieses Datum nur ein Platzhalter von Amazon ist, aber das ist wirklich, wirklich unwahrscheinlich. Denn Amazon verwendet normalerweise als Platzhalter, wenn das Release-Datum noch nicht verfügbar ist, den 31. Dezember des jeweiligen Jahres, was auch derzeit auf der deutschen Amazon-Plattform für die Quest 3 zu sehen ist. Es wird erwartet, dass die Vorbestellungen für die Quest 3 am 27. September auf dem Meta Connect Event starten können. Aber wie immer sollte man solche Gerüchte mit Vorsicht genießen, bis Meta eine offizielle Bestätigung gibt. Freut ihr euch auch auf die Quest 3? Dann schreibt es mir doch in die Kommentare und wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat, freue ich mich sehr über euer Däumchen nach oben. Auf der rechten Seite findet ihr alle Infos zur Quest 3 und außerdem mein VR-News-Format VR aktuell. Auf der linken Seite könnt ihr euch jetzt eine Erinnerung einrichten für unseren Livestream zur Meta Connect. Ist die Meta Connect vorbei, werdet ihr da wahrscheinlich einen anderen Link finden. Vielen Dank für eure Däumchen, für eure Kommentare und danke an meine Patreons und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!